Hallo zusammen zu einem neuen F1 Tipps und Tricks Video. In diesem Video möchte ich euch mal 5 wichtige Tipps verraten, die für eure Karriere oder eure Ligarennen wahrscheinlich sehr nützlich sein werden, beziehungsweise euch auf Fehler aufmerksam machen, die eben viele Leute noch machen. Los geht's! Mein erster Tipp ist eigentlich super simpel, aber dafür echt wichtig. Ihr habt ja standardmäßig so eine kleine Streckenkarte links unten am Rand eingeblendet, auf der ihr eure aktuelle Position auf der Strecke seht. Das Problem an dieser Karte ist, dass ihr nur einen kleinen Ausschnitt, aber nicht die komplette Strecke und alle Fahrer seht. Es ist aber wichtig, wirklich die gesamte Strecke zu sehen, wenn es im Rennen mal um die Boxenstopps geht. Denn ihr habt zwar einen Ingenieur Jeff, der euch sagt, wann es mal wieder Zeit wäre, in die Box zu kommen, er sagt euch aber nicht, wann der ideale Zeitpunkt dafür wäre, um vor einem anderen Fahrer wieder auf die Strecke zurückzukommen. Wenn ihr die Streckenabschnitte etwas einschätzen könnt und wisst, wie viel Zeit ihr ungefähr in der Box verliert, dann könnt ihr mithilfe dieser Gesamtkarte euch ein bisschen daran orientieren und euch ein Bild davon machen, wo ihr nach dem Boxenstopp wieder landen werdet. Vor allem in Ligarennen ist es echt wichtig, im Qualifying die Karte im Blick zu haben und den Leuten nicht im Weg rumzufahren. Also denkt vielleicht mal drüber nach, diese direkt zu ändern, falls ihr es nicht schon getan habt. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und zwar geht es um die Parkfermé-Regeln. Es ist ja so, dass wenn ihr das Qualifying beginnt, keine Setup-Änderungen mehr machen könnt an eurem Auto. Es gibt jedoch noch ein paar kleine Dinge, die könnt ihr auch nach dem Qualifying und im Rennen noch ändern. Und zwar ist das die Einstellung eures Frontflügels oder Differentials. Und es macht wirklich durchaus Sinn, im Qualifying auf schnelleren Strecken den Frontflügel noch einen Tick weiter nach unten zu stellen oder eben auf langsameren Strecken weiter nach oben, weil ihr das kurz vor dem Rennen nochmal ändern könnt. Ich fahre zum Beispiel in Ungarn im Qualifying eine sehr hohe Flügeleinstellung, weil ich so um die kurvigen Passagen in Sektor 2 und 3 schneller bin und für eine Quali-Runde eine bessere Zeit einfach rausholen kann. Im Rennen würde mir diese Einstellung jedoch nichts bringen, weil ich so keine Chance auf der Geraden habe und es gibt einfach nur die Start-Ziel-Gerade, auf der ihr wirklich gut überholen könnt. Also stellt dann vor dem Rennen einfach den Flügel nochmal ein bisschen weiter nach unten. Gleiches gilt für das Differential mit Gas. Das könnt ihr vor allem im Qualifying noch einen Tick nach oben nehmen oder eben bei nassem Qualifying ganz nach unten schrauben. Nutzt also diese Möglichkeiten aus. Hier mein Tipp Nummer 3. Es gibt einige Strecken, da habt ihr eine ganz seltsame Zusammenstellung der Reifen fürs Wochenende. Da habt ihr Ultrasoft, Soft und Medium. Es fehlt hier also der Supersoft, der eigentlich der nächstweichere Reifen des Soft ist. Sprich, den Ultrasoft, den könnt ihr nach ein paar Runden direkt wieder wegschmeißen, wenn ihr den im Quali benutzt. Denn die Strecke ist einfach auf etwas härtere Reifen ausgelegt. Wenn eure Stärke also nicht unbedingt das Qualifying ist, dann überlegt euch echt gut, ob ihr nicht lieber vielleicht auf dem Soft startet, dann nur einen Stop habt und direkt auf den Medium-Reifen geht. Und wenn ihr euch denkt, Mensch, ich will jetzt endlich mal um die Pole fahren und deswegen schnalle ich jetzt meine Ultrasofts drauf, dann fahrt ihr da 2 Runden drauf und landet im übelsten Fall auf Platz 10 und dann habt ihr nicht mal mehr die freie Reifenwahl zum Start. Außerdem müsst ihr dann direkt nach ein paar Runden wieder in die Box fahren und habt auf jeden Fall einen 2-Stop. Testet deswegen auch unbedingt die Reifen im Training, wie lange ihr die unterschiedlichen Reifenmischungen wirklich fahren könnt. Tipp Nummer 4. Es gibt immer wieder Leute, die kämpfen selbst bei unterschiedlichen Strategien wie verbittert um ihre Position. Das kann ich dann für meinen Fall einfach nicht verstehen, denn wenn ihr seht, dass der Hintermann auf einer ganz anderen Strategie ist, viel schneller ist wie ihr und euch mit den weichen Reifen richtig unter Druck setzt, dann werdet ihr auf Dauer eh nicht dagegen halten können. Es kostet euch hier also wirklich umso mehr Zeit, umso länger ihr auf eure Position besteht. Denkt immer daran, das Rennen hat einige Runden, in denen viel passieren kann. Vor allem in der Anfangsphase des Rennens ist das echt natürlich von Bedeutung. Überlegt euch also, bevor ihr kämpft, auf welcher Strategie euer Gegner sein könnte. Und hier meiner Meinung nach der wichtigste Tipp. Im Training immer mit Volltank trainieren. Das hat einen guten Grund. Denn euer Auto verhält sich in den ersten Runden mit Volltank eine ganze Ecke anders, wie wenn ihr mit halbleerem Tank trainiert. Sprich, wenn ihr immer nur mit ein paar Litern zum Trainieren auf die Strecke geht, dann wird sich das im Rennen direkt rächen. Denn dann verschieben sich in der frühen Phase des Rennens eure Bremspunkte weiter nach vorne und ihr geht das Risiko ein, zu spät zu bremsen und eurem Vordermann drauf zu brettern. Schießt euch auf das Rennen also ein, dass ihr genauso viel Sprit an Bord habt, wie das Rennen Runden hat. Gar nicht blöd ist das Ganze dann auch mal im Regen auszuprobieren. Genauso gilt das fürs Quali, hier auch so trainieren, wie wenn ihr wirklich eine Quali-Runde fahren wollt mit genauso viel Sprit. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie man all solche Dinge in der Karriere richtig gut umsetzt, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei meinem Kollegen, dem Sebastian, bei Feel Racing vorbei. Er macht viele Karrieremodus-Videos auf echt hohem Niveau. Sein Kanal habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und falls ihr mal Lust habt, mit richtig netten Leuten auf der PS4 Ligarennen auf hohem Niveau zu fahren, dann schaut doch mal bei Racing Liga TV auf YouTube vorbei. Bei uns könnt ihr euch auch bewerben und zwar auf der Homepage auf racingliga.com. Aus unserer Liga habe ich euch hier noch ein paar coole Ausschnitte zusammengefasst. Ich hoffe, euch bringen meine Tipps weiter. In diesem Fall haut rein und bis zum nächsten Video.
So, genau. Mir lag's auf der Zunge. Oh, und da kommt Ivan bei Patrick. Aber Patrick kommt zurück. Hey, ist das die Medium. So, und jetzt Patrick. Probiert die Dive-Bomb. Wird die Dive-Bomb probieren? Ja. Alex holt Bernie weit kann aus. Aber außen mitnehmen. Sind immer noch nebeneinander. Aber jetzt muss er nachgeben. Uiuiui. Das hätte böse enden können, wären die näher beieinander gewesen. Patrick ist auf 6. Er fährt hier echt ein richtig gutes Rennen. Und hat jetzt Gianluca vor sich. So. Wir haben einen. Guck, da vorne fährt es. Ein Safety Car. Wir haben einen Patrick auf 4. Der durchfahren kann.